Gouverneur hat Stufe 2 erreicht. Ja, also, Wir haben tatsächlich hier einen Außenposten gebaut. Sage ich mal, gefällt mir wirklich, wirklich überhaupt nicht. Wie sieht's denn bei dir aus? Leute, kann das sein, dass ich nicht auf diese Wolke geachtet habe und die jetzt mir mein Schiff zerstört hat? Weil ich es auch noch schnell laufen lassen habe. Gibt es irgendwo ein Ereignis-Log? Ist doch nicht wahr. Ich glaube, das ist tatsächlich passiert. Ach nö. Das ist natürlich ein dummer Fehler gewesen. Wir sollten auf jeden Fall Erika jetzt tatsächlich als erstes besiedeln. Damit wir hier unsere Grenze sichern können. Okay, unsere Unterwassersonden haben das Gelände kartografiert und die meisten Lebensformen katalogisiert. Diese Daten könnten zwar für unsere Biologen von einigen Nutzen sein, darüber hinaus wurden aber keine nennenswerten bzw. nützlichen Entdeckungen gemacht. Okay, er hat also Erfahrung erlangt und das war's. Research complete. So, naja gut, also... Ich glaube, wir gehen mal auf Panzerung, denn wir wissen nicht, ob ich nicht doch ein bisschen Streitigkeiten mit denen hier bekommen werde. Ach, Rivalität, geht's schon los. Und da haben wir die Schnecken sympathischer sind als diese komischen Echsen hier. Werden wir uns da bald anschließen können. Hat er nicht hier gerade andere Aliens gefunden gehabt? Ja, neues Kraftwerk. So, jetzt natürlich blauer Laser. Oder erstmal Fusionsenergie? Ne, ich glaube erstmal blauer Laser. So, ein Mister hat uns tatsächlich dieses Alien-Teil abgefangen. Ach nein. Und ich habe es nicht mitbekommen. Das ist sehr, sehr doof gewesen. Aber mal sehen. Ist noch nichts vorbei. Auch wenn mir die hier ein bisschen, naja. Construction complete. Ich muss jetzt erstmal wieder sparen. Sparen, sparen, sparen heißt's hier. System survey complete. Nichts Bewohnbares für uns. Ist halt die Frage, was baue ich denn jetzt hier hin? Nahrung ist momentan noch genug da, aber ich glaube Bergbaunetzwerk, da wir ja jetzt so und so noch nicht so viele Ressourcen abbauen können, brauchen wir wohl eher Mineralien von unserem Planeten. Science Ship. What? Oh. Okay, bitte zurückziehen, 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 zurückziehen. Ah, okay, also ich glaube auch, das hat sich ein bisschen geändert. Ist halt, wenn man halt so schnell gestellt hat, dann ist halt schnell Sense. Bei solchen Berichten, das ist halt das Gefährliche. Also zumindest für mich, ich reagiere da zu langsam, vor allen Dingen, wenn ich nebenher noch viel erzähle und aufnehme. Ist schade, wir haben jetzt herbe Rückschläge für unser Imperium erlitten. Das Universum ist kalt und gnadenlos zu uns, zumindest diese Galaxie, aber
Unser Volk wird sich davon nicht unterkriegen lassen. Hofft man zumindest. Jetzt kann ich trotzdem wieder schneller stellen, was? Nation of Zizni. Okay, ihr geht auf jeden Fall pazifistisch mit uns einher, auch wenn es dem Rest nicht so ist. Ja, demokratische Nation, individuelle Freiheiten sind ihnen wichtig. Naja, dann Friede sei mit euch. Lebt lang und in Frieden, ihr habt schon 3 Welten. Das ist ja super. Ich mach's mal den hier gleich und werde auch die Grenzen schließen. Da die schon das mit uns getan haben, werden wir das auch machen. Ich flieg mal wieder zurück. Das ist bloß diese Wolke, ja. Diese Wolke, was hatte die für eine Stärke? Ich glaube 100, naja. Lassen wir uns die Schiffe mal verbinden. Man kann es nicht richtig erkennen, aber das dauert eine Weile, eben da gibt's da nicht. Was ist denn hier los? Alles voller Bergbaudrohnen, oh je. Nee, dann kannst du schon mal weiterspringen, da gibt's nichts für dich. So 169, das reicht glaube ich noch nicht aus. Naja, ich werde erstmal das Kolonieschiff im Bau geben, um hier Erika zu besiedeln. Oder doch eher Kelsim? Kelsim ist ja noch nicht mal vollständig erforscht. Was ist denn da passiert? Also Kelsim sollte uns ja auch etwas von Grenze. Wir haben auf Yuldjord in Gegenwart einer primitiven Alien-Zivilisation gefunden. Okay. Interessant, aber die sind noch sehr primitiv. Ist das etwa eine Tundra-Welt? Ne, ist eine Ozeanwelt. Interessant. Das ging schnell. Ist doch nicht mal, was ist denn überall los, ey? Aber wie wär's, wenn du erstmal Kelsim nochmal zu Ende erkundest, bevor du dich weiter vorrückst? Jetzt hätte ich es fast verschlafen. Wir müssen ja unser Kolonieschiff bauen. Ja, ich weiß schon. Naja, überall Feinde, ist ja Wahnsinn. Ach, der Planet sah so gut aus, aber 324 haben wir demnächst nicht gleich übrig. Unser Konstruktionsschiff. Du kannst derweil ja schon mal hier noch eine Forschungsstation bauen. Besser als nichts, ne? Viel mehr ist jetzt nicht mehr in unserem Einflussgebiet. Dank euch, danke. System Survey complete. Ah, es ging aber schnell. Ah, okay. Was? Nein, du sollst da eine Forschungsstation bauen und du sollst das System erkunden, genau. Achso, ich hätte vielleicht das vorher mal... Geht es erstmal upgraden. Am besten beide. Ja, unsere Stadtregion ist jetzt nicht so freundlich mit uns, muss ich sagen. Aber es könnte auch schlimmer sein. Können auf jeden Fall sparen und dann gleich das nächste Kolonieschiff heraushauen. Vielleicht bekommen wir, wenn wir Erika besiedeln, wieder ein bisschen Grenze zurück.
Ich hoffe es einfach. Und diese... Ships upgraded. Construction complete. Detakan, Star Republic. Ja, ihr nervt. Ihr nervt. Die Primitive lasse ich mir erstmal noch nicht mit anzeigen. Vollständig verbessert. Na, schön. Unsere Forschung gerade. Laser und... wenn die beiden Forschungen durch sind, werde ich auf jeden Fall mal ein besseres Schiff designen. So, wo pflanzen wir dich hin? Das ist alles nicht so prickelnd. Kelsim Prime ist das, genau. Forschungsschiff. Obwohl, Forschungsschiff, das ist noch ein Stück näher. Versuch mal da dein Glück. Und lass dich nicht erwischen. Ja, mal schön weiterfliegen. So ist gut. Verbessere ich das mal noch. Ja, ich glaube, der sitzt dann hier schon im Leeren rum. Das ist ja auch blöd eigentlich. Wir können ja später umstrukturieren, aber momentan brauche ich diese Bergwerknetzwerke. Es nützt alles nichts. Wir könnten ja hier oben, was kostet denn so ein Außenposten? Achso, okay. Vielleicht mache ich das dann einfach mal. Das wart ihr, ne? Nation of... Ach nee. Ach, ihr seid Consolidated Mal... Nee, ja, Melvigol Nations, genau. Kelsim 2, du und... Achso, du bist ja jetzt unsere Nummer 2. Ja, ist noch nicht viel los da, genau. System Survey complete. Da gab es also nicht viel zu holen. Na gut, dann schaut euch mal das da an. Wird relativ eng um uns herum jetzt, muss ich sagen. Die Geburt der Weltraumpiraterie. Okay. Bestimmte irrationale und kriminelle Elemente unserer Gesellschaft haben Evil Prime verlassen, um in den Randgebieten des Weltraums dem Leben der Gesetzlosen zu frönen. Unter Zuschaustellung eines überraschenden Einfallsreichtums haben dies begann eine große Anzahl ziviler Raumschiffe stark modifiziert und bewaffnet. Nun werden unsere zivilen Schiffsrouten von diesen improvisierten Raumflotten attackiert, die sich selbst nur als die Fallen Legion bezeichnen. Das erfordert eine sofortige Reaktion. Diesen Nonkonformisten werden wir es schon zeigen. Euer Imperator befiehlt, was fällt euch ein? Haben wir denn da schon eine Flotte? Ach ne, ihr seid die Friedlichen. Wer weiß, wo die jetzt rumschweben. Das ist die Frage. Baue ich mir hier oben, sichere ich mir das, indem ich hier einen Außenposten baue? Die haben vorher schon dafür gesorgt, dass unser Schiff, vernichtet wurde. Piratenflotte! Schnell, kümmert euch um die. Die werden sonst unsere Raumstation angreifen. Ah, Detakan Star Republic. Schade, es sah fast so aus, als ob das auf unserem Einflussgebiet liegen würde. Ah, ich glaube, hier oben baue ich definitiv einen Außenposten. Evading hostile fleet. Ach nee, da ist dann die Piratenflotte. Ist doch nicht wahr, jetzt machen die... Ah. Mach die platt. Station under attack.
Ja, wir werden dir gleich helfen. Hostile fleet engaged. Construction complete. Die haben Laser, wir haben Laser. Colony established. Und wir haben auch noch komische andere Waffen drauf. Mal sehen, sollte ja eigentlich funktionieren. Hat er gerade gesagt, Colony established. Raumhafen bauen erstmal noch nicht. Erstmal bauen wir noch ein Kolonieschiff. Und auf die Oberfläche hier. Da bauen wir dann auf jeden Fall Bergbaunetzwerk. Das kostete uns... Achso, am Anfang noch nicht so viel. Kostet gerade mal 30.